Zum dritten Mal sind wir jetzt also im Sumpfgebiet, aber bevor wir uns dem wirklich widmen, wollen wir nochmal für alle Fälle die Zähne aus dem Totenschädel uns abholen, weil wer weiß, vielleicht braucht sie ja nicht nur der Fallensteller, vielleicht kann man ja auch noch irgendeine andere Verwendung dafür finden. In Ordnung, der Rest sieht immer noch gleich aus. Wir machen weiter. Eine neue Karte, diesmal suchen wir uns aber eben eine aus. Und zwar entweder eine Kakerlake oder der geschickte Eisvogel, ein glitschiger Jäger oder aber die schwarze Ziege, die vergötterte Ziege, die wahrste Gabe, ihre Opferung bringt drei Blut ein. Tja, wir haben eine Kakerlake bereits vorhanden. Wir haben ihr unausrottbar Attribut auch schon weitergegeben. Aber wir haben auch noch den kleinen Gag. Und das könnte sich für uns noch bezahlt machen. Aber der Eisvogel ist auch interessant. Der war uns schon oft ein ziemlich fieser Gegner. Ich nehme trotzdem den Eisvogel. Wir bringen mal ein bisschen Varianz ins Spiel. Nun können wir uns aussuchen, ob wir neue Items und so fort holen oder ein neues Totem schnitzen lassen. Wir sind noch ganz gut ausgestattet aktuell. Wobei, so gut sind wir gar nicht ausgestattet, oder? Nur eine einzige. Ein Eichhörnchen. Ach, ich habe aber keine Lust, zum Fallensteller gehen zu müssen. Daher gehen wir zur Holzschnitzerin. Die greise Holzschnitzerin erschien vor dir. Sie bewegte sich trotz ihres hohen Alters mit einem gewissen Elan. Das ist heftig. Wenn wir jetzt jede Eichhörnchenkarte auch mit einem 3 Blut reinbringen können, dann ist das eigentlich der Weg, den wir gehen sollten, weil dann können wir sämtliche Monster, die ein Blutopfer brauchen, sofort nehmen. Ja, nee, das. Perfekt. Du bücktest dich, um ihre Ware in deinen Rucksack zu verstauen. Doch als du wieder aufsahst, war die uralte Frau verschwunden. Das könnte ein richtiger Dealbreaker hier sein. Perfekt. Also ich bin jetzt schon angetan von der Idee. Ja, ich lag oben. Folgendes. Er versucht einen Ringwurm und eine Ameise zu spielen. Wir bringen den Rattenkönig sofort raus und werden ihn auch schon für das Hermelin opfern. Und die Stinkwanze gegenüber der Ameise spielen. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, ich nehme mal von unserem normalen Stapel. Eine Kakerlake. Sehr gut. Das kann sich noch bezahlt machen. Das Hermelin ist jetzt zwar gestorben, aber
Wir haben noch nicht verloren, noch nicht ansatzweise. Das sieht noch ganz gut aus. Der Dammbauer, nämlich von der Kakerlake, könnte uns später die Rettung bringen. Und tschüss. Denn auch der Damm kommt zurück, da wir die Kakerlake, das ist eine ganz spezielle, die haben wir bei einer Prüfung der Bestien, wenn ich mich nicht falsch entsinne, mitnehmen können. Und die hat eben schon auch den Dammbauer mitbekommen. Und das wird in Kombination mit dem Unausrottbar-Symbol der Kakerlake jetzt gespielt. Sehr schön, der Wolf. Wir spielen das Eichhörnchen. Wir können das Eichhörnchen opfern für den Wolf. Damit diese Ameise erledigen. Und die andere wird dann nicht mehr so viel übrig haben. Ein Gag. Sehr schön. Mantis. Der Eisvogel. Sehr schön. Wir könnten ihm jetzt sein Debüt geben. Der Wolf wird die Mantis umbringen. Stinkwanze wird ganz normal angreifen. Ja, warum nicht? Eisvogel. Obwohl, nee, da müssen wir erst den Gag spielen, dann den Eisvogel. Und dann hätten wir im schlimmsten Falle nämlich auch noch eine Kakerlake für danach. Aber ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Das lief gut. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob wir weiter versuchen, unser Deck aufzustocken. Dadurch, dass unsere Eichhörnchen jetzt immer so viel Opfer bringen können, glaube ich, ist das in Ordnung. Eine Schnappschildkröte, der unverletzliche Bienenstock. Wenn er angegriffen wird, so ziehst du eine Biene. Oder noch ein Eisvogel. Der Bienenstock ist schon interessant, aber ich glaube, die Schnappschildkröte ist mit unserer aktuellen Lage fast noch interessanter. Tja, ein weiteres Totem brauchen wir nicht. Ich bin mit dem sehr zufrieden und will damit auch weiter versuchen zu spielen. Oh nein. Das kannst du nicht nutzen. Fehlschlag für den Anwender. Nichts wird passieren. Für diese Flasche mit Glibber gibt es keine Verwendung. Ja, ich würde natürlich auch lieber erstmal auf die Knochenmarke gehen. Ich spiele es sicher. Ich weiß, das ist langweilig, aber so sieht es nun mal aus. Ein Glücksgriff. Der Gag, Eisvogel und die Stinkwanze. Er spielt Eisvogel, Eisvogel und Kojote aus. Da würde sich die Stinkwanze natürlich gegen den Kojoten lohnen, aber das wirkt aktuell noch nicht machbar. Okay, folgendes. Wir spielen Gag einmal aus, damit wenigstens eins dagegen arbeitet. Dann kriegen wir aber noch drei weitere Angriffe. Können wir das verkraften? Eichhörnchen.
Wir probieren es einmal so. Und der Rattenkönig kommt ins Spiel. Das ist natürlich sehr interessant. Eichhörnchen, den Rattenkönig spielen dafür. Der wird aber sofort wieder geopfert für den Eisvogel, damit wir die Stinkwanze spielen können. Und zwar gegenüber von dem Kojoten. Ein Fischotter käme gleich dahinter, aber das ist für uns ja egal, weil wir können die Eisvögel eh nicht eliminieren. Eine Schnappschildkröte, ja gut. Das könnte noch interessant werden. Ein weiterer Kojote. Den müssen wir entgegenwirken. Wir nehmen also ein Eichhörnchen und holen uns unsere Schnappschildkröte. Das sieht gut aus. Wir dürften auch jetzt schon gewinnen, wenn ich mich nicht irre. Wunderbar. Tja, nehmen wir eine Familie oder nehmen wir doch eher das Opfer? Dadurch, dass wir können das ruhig auskosten, glaube ich, dass wir jetzt immer drei Blutopfer pro Eichhörnchen kriegen. Ja. Der tyrannische weiße Hai, der Gebieter der Tiefe. Warum nicht? Die Totenschnitzerin. Du kamst zu der alten Holzschnitzerin, die dich mit durchdringendem Blick ansah. Nach einem überlangen Moment der Stille bot sie dir ihre Schnitzereien an. Berührung des Todes. Wenn eine Karte mit diesem Siegel einer anderen Kreatur Schaden hinzufügt, so stirbt diese Kreatur. Ja, das hatten wir schon mit unserer eigenen Todeskarte. Das war wunderbar. Aber das in Verbindung mit den Eichhörnchen bringt uns das recht wenig. Wir bleiben dabei. Die grauhaarige Frau sammelte still ihre Schnitzereien ein und ging fort. Wir merken also schon, dass gerade diese Totems enorm wichtig werden. Ich weiß nicht mehr, was dieses Symbol hier war. Aber mal schauen. Eisvogel, Eisvogel, Ochsenfrosch. Wir könnten direkt einen Wolf spielen, das ist wunderbar. Der könnte dann nämlich den Ochsenfrosch auch schnell erledigen. Und ich glaube, fürs Erste werden wir genau das tun. Er spielt auch gleich wieder einen weiteren Sperling aus. In Ordnung. Dann holen wir uns doch mal einen Eisvogel.
der gegen den Sperling nicht antreten wird, sondern gegen einen anderen Eisvogel. Und wir holen uns die Stinkwanze, die den Sperling oder doch lieber eine der die Eisvögel. Nein, ich sag der Sperling, oder? Nein. Wir nehmen den Eisvogel. Gut. Mal sehen, ob das die richtige Entscheidung war. Das sollte jetzt eigentlich sogar schon durch sein, wenn ich mich nicht irre. Wir brauchen noch 4. Das sollte mit dem jetzigen Set schon ablaufen können. Ja. Okay. Ich erinnere mich wieder, was dieses Symbol bedeutet hat. Das war die Prüfung der Bestie. Ich gehe aber lieber auf Nummer sicher und hole mir hier eine neue Karte und schaue mir dann an, was dieses Symbol, was wir bisher noch nicht hatten, diese Pilze bedeutet. Ein Fischotter, eine Natter und eine Ameise. Also die Natter hätte natürlich dieses Siegel als einen großen Vorteil, womit wir direkt jemanden ausschalten könnten. Gerade in Verbindung mit unseren Eichhörnchen passt das schon. Die Ameise würde eher strategisch passen, weil wir schon eine Ameise immerhin haben, aber ich nehme die Natter. Ich habe kurz überlegt, ob wir wieder zu diesem Siegel des Knochenfürsten gehen sollten. Aber ich denke, die Pilze sind auch interessant. Du gerietest in eine Gruppe dicker, streng riechender Pilze. Du kniffst die Augen zusammen und bemerktest eine Gestalt in einer dichten Sporenwolke. Wir sind die Pilzkundler, ja? Ja. Und wir führen unsere Experimente weit entfernt von. Wir sind sonst nirgendwo willkommen. Wir werden mit deiner Schar experimentieren, ja? Wir werden 2 gleiche Kreaturen brauchen. Eine für jeden von uns. Haben wir sowas? Oh weh, du hast keine doppelten Karten. Nimmst du eine von unseren? Wir werden sie nächstes Mal verwenden. Natter, Schnappschildkröte oder den Ochsenfrosch. Also die Natter wäre natürlich jetzt gerade interessanter. Wir würden damit direkt einen Gegner ausschalten können. Ich nehme nochmal eine Natter. Vielen Dank. Und damit stoßen wir ein weiteres Mal auf den Angler. Dort wurde uns ja schon mitgeteilt, dass er seine Niederlage wettmachen will und ich habe Angst, aber das wäre nicht das erste Mal in diesem Spiel so. Du sahst einen ungeheuren Mann an einem schlammigen Teich kauern. Er schien Fleischbrocken aus einem toten Fisch zu reißen. Einige der Brocken warf er zurück zum Teich, wo schaurige Vögel sie wegschnappten. Und einige stopfte der grobschlächtige Mann sich unachtsam in den Mund. Du bringst Fisch frisch, wählen leicht. Riecht nach Fisch. Okay, er spielt Eisvogel. Tja, was mache ich denn da jetzt am besten?
Das Ding ist, dass er mit seinem Haken einfach eine Karte zu sich rüberziehen kann. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn das nicht immer auch ziemlich Brocken am Ende wären. Tja, eine gute Frage. Okay, wir nehmen ein Eichhörnchen. Der stärkere raucht zunächst. Ah, er fängt noch gar nicht an. Super. Normalerweise hat man immer gleich gesehen, wie er seinen Haken raushält, aber diesmal scheinbar nicht. Ich könnte ihn jetzt gleich in der ersten Runde erledigen und ich glaube, das werde ich auch versuchen. Die already. Fischen gehen. Ja, aber was passiert nun? Er gibt wieder seinen Köder einmal aus. Und wenn die rausgegeben werden, kommen leider schwarze Haie. Weiße Haie. Die werden uns also gleich arg beschäftigen. Wir könnten aber, was mir gerade einfällt, diese beiden rausnehmen. Wobei nein, der Eisvogel wird ja gar nicht ihn direkt angreifen, sondern darüber hinaus. Meine Frage wäre jetzt, ob die Köder einmal so oder so in jedem Fall die weißen Haie anlocken oder nicht. Weil dann könnten wir sagen, der Eisvogel greift nur hinten an, der Rattenkönig nur so und die Ködereimer hingegen würden einfach nur stehen bleiben. Könnte eine Strategie sein, die aufgeht, vielleicht aber auch nicht. Tatsache. Wir sollten safe sein. Er sollte jetzt sterben. Wundervoll. Einfacher als gedacht. Neue Flammen. Vielleicht kann dich eine von diesen hier locken. Ouroboros, Kind 13, Ura Juli. Urayoli wäre natürlich sehr, sehr grandios, kann man nicht anders sagen. Gerade mit unserer Eichhörnchen-Totem ist das schon eine Option jetzt. Also mit einem einzigen Schlag wäre dann ja ein Gegner komplett weg. Die Frage ist nur, ob ich das wirklich machen soll. Ja, ich versuch's mal. Als der Teich hinter dir lag, nahmst du einen tiefen Atemzug frischer Luft und zogst weiter. Einen Augenblick. Das wohltuende Gefühl frischer Luft wich schnell einer markgefrierenden Kühle. Wo sich der Weg befand, der vom Schneefall immer mehr verdeckt wurde, konntest du nur erahnen. Du hattest die Schneegrenze erreicht. Und genau an dieser Stelle werden wir das nächste Mal weitermachen. Wir hatten heute einen ziemlich einfachen Angler vor uns. Also sobald man
eine Möglichkeit hat, die Köder einmal nicht anzugreifen, war das so ähnlich wie auch schon beim Fallensteller. Wenn die Fallen nur eine einzige Linie angegriffen wird, dann können die anderen nicht nachrücken. Und das ist bisher das Geheimnis gewesen. Mal schauen, ob wir genauso weitermachen können. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal.